das Unternehmen an sich sich in hohem Maße verändern muss, in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, PIM richtig einzuführen. Richtig vorhandene Denkweisen, hergekommen oder hergebrachte Denkweisen und Arbeitsweisen und Silostrukturen zu eliminieren und das Unternehmen erheblich besser aufzustellen. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, was ich mit Ihnen gerne heute durchgehen würde, wir haben einmal die Entwicklung der Produktdatensysteme, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Dann betrachten wir uns aus unserer Perspektive, clustern wir PIM 1.0, 2.0 und 3.0. 3.0 wird auch häufig als Next Generation PIM bezeichnet. Diese Art von Systemen schauen wir uns nochmal an und auch die Differenzierung aus unserer Sicht. Wir sehen eine klare Aufgabenverlagerung im Kontext von PIM 3.0. Das würden wir hier einmal kurz erläutern. Dann würde ich gerne einmal ein relevantes Beispiel Ihnen zeigen, wo sehr deutlich wird, wie sich PIM-Systeme inzwischen verändern und wie der Einfluss der PIM-Systeme sich ändert. An dem Beispiel Supplier Onboarding, also das typische Lieferantenportal. Und dann wollen wir gerne einmal Pro und Contra der aktuellen Entwicklungen uns gemeinsam anschauen. Wenn Sie Fragen haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie die gerne im Chat einmal mit aufführen. Die werde ich dann gerne nach dem Vortrag einmal gemeinsam konsolidiert bearbeiten. Schauen wir uns jetzt mal die Entwicklung von Produktdatensystemen an. Also in der Tat ist es so, dass in der Vergangenheit, und ich spreche jetzt von dem Jahr 2000 oder um die 2000er herum, es tatsächlich so war, dass PIM-Systeme im Wesentlichen dazu gedacht waren, um Printautomatisierung in Unternehmen zu realisieren. Und der Ursprung hier sind manuelle Prozesse mit geringer Automatisierung. Das heißt, am Anfang steht alles, was manuell ist. Häufig sehen wir das immer noch in Unternehmen, auch in sehr großen Unternehmen, dass tatsächlich diese Art von manuellen Prozessen noch gelebt wird. Manuell ist für uns auch eine Excel-Datei. Also häufig ist es ja so, dass man sagt, naja, wir arbeiten mit Systemen. Wenn man dann genauer nachfragt, stellt sich oftmals heraus, dass das System eine Excel-Datei oder eine Kaskade von Excel-Dateien ist, die sich in Unternehmen verwirrt. Wenn wir hier einmal weiterschauen, PIM 1.0 ist in der Regel Printautomatisierung als initialer Treiber gewesen. Das war in den frühen 2000ern erneut. Da hießen diese Systeme noch Cross-Media Publishing oder medienneutrale Datenbanken. Die waren darauf ausgelegt, Printautomatisierung zu erzeugen und in hohem Maße Kosten auch zu reduzieren, was Printausleitung angeht. Wir wissen alle, irgendwann kamen auch die sogenannten Multi- und Omnichannel-Kanäle hinzu, wo es darum ging, nicht nur Kataloge zu bestücken, sondern auch Webseiten und andere Applikationen. Das ist so der Cluster, den wir als PIM 2.0 bezeichnen. Systeme, die mich in die Situation bringen, wirkliches Multi- und Omnichannel zu betreiben. Also eine gesamte Datenbasis zu erzeugen, mit der ich alle meine Vertriebskanäle oder Ausgabekanäle zentral bestücken kann. PIM 3.0 oder Next Generation PIM ist aus unserer Sicht der Übergang zu einer zentralen vernetzten Dateninfrastruktur. Also da geht es im Wesentlichen nicht nur mehr um die einzelnen Vertriebskanäle, die separat bestückt werden sollen, sondern um die gesamtheitliche Betrachtung des Datenmodells innerhalb des Unternehmens. Dass der Einfluss hier insbesondere auf die Warenwirtschaftssysteme eklatant ist, das sehen wir nachher später. Grundsätzlich führen wir aber sehr häufig sehr intensive Diskussionen in unseren Projekten, wenn es darum geht, das Datenmodell des Unternehmens genauer zu durchleuchten und einmal zu entscheiden, wo sollen denn nachher später eigentlich die Hoheiten liegen. Diese Diskussion hat man in PIM 1.0 nur selten geführt, in 2.0 schon öfter mal, 3.0, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Projekten, darüber nachzudenken, welches System hat eigentlich die Hoheit über welche Daten. Und welche Verantwortlichkeiten gibt es eigentlich dann? Wer pflegt eigentlich was, wo, in welchen Systemen? Das wird immer wieder wichtiger. PIM 1.0 ist tatsächlich so, dass es als Ergänzung und Erweiterung von Warenwirtschaften gedacht ist. Also man hat schon überlegt, dass man grundsätzlich die Datensilos, die sehr häufig in den Unternehmen bestanden haben, etwas aufzulösen und auch Z-Programmierungen, wie man sie häufig aus SAP kennt, wo Zusatzfelder hinzuprogrammiert werden mussten, diese Warenwirtschaften etwas zu erleichtern, aber im Wesentlichen, um ein Datenmodell abzubilden, das halt rein marketinggetrieben war.
und ist. Also es ging darum, die EITB-Datenmodelle so weit zu entlasten, dass bestimmte Daten und Prozesse einfach nicht mehr die Warenwirtschaft überlagern. Fokus da war ganz klar die Bedienung eines Ausgabekanals, manchmal auch zwei. Wenn wir im Kontext von Industriesystemen schauen, da gibt es einige Cluster, die tatsächlich ausgelegt sind auf ETIM, E-Class, wenn man diese typischen Klassifikationsmodelle der Elektroindustrie im Fokus hat, die darauf ausgelegt waren, nicht nur Kataloge zu erstellen, sondern auch Klassifikationsmodelle abzubilden. Das war aber durchaus nicht die Mehrzahl der Systeme, die da im Einsatz waren. Der Fokus hier war auf der Bedienung eines Ausgabekanals, wie ich gesagt habe, und der Fokus auch auf eher unidirektionale Schnittstellen. Also es ging eher darum, Daten aus dem ERP-System in das PIM und MAM zu überführen. MAM steht hierbei aus unserer Sicht für Media Asset Management, also eine Bilddatenbank, und dann diese Daten hier anzureichern in PIM und MAM und dann in den einen Kanal oder in die zwei Kanäle auszuspielen. Das war im Regelfall unidirektional. Diese Systeme waren aus unserer Sicht sehr häufig Fachbereichssysteme. Also da hat eine Abteilung, das Marketing oftmals treibend oder die Vertriebsabteilung, haben entschieden, wir brauchen da ein System, das das tun kann, was wir tun wollen. Die IT war im Wesentlichen da, um das Blech irgendwo im Rechenzentrum hinzustellen und sicherzustellen, dass das irgendwie funktioniert. Aber ein reines Anforderungsmanagement, Implementierung und Projektmanagement lagen doch sehr, sehr häufig in den Fachbereichen. Hier gab es einfach schnelle, günstigere Integrationen in die bestehende Systemlandschaft. Das war alles nicht so das Zauberwerk. Natürlich ist es so, dass diese Systeme zu der Zeit durchaus auch komplex waren und auch deren Implementierung nicht zu vernachlässigen. Nur die Implementierung in die IT-Landschaft war doch durchaus einfacher zu realisieren, als man das häufig heute. Was für Eigenschaften haben wir? Wir sehen hier dieses Puzzleteil. Im Wesentlichen ging es darum, Produktivität und Flexibilität zu schaffen. Also die Daten, die ich irgendwie in der Datenhoheit meiner Werbeagentur hatte, selbst in meine eigene Macht zurückzubekommen und dadurch produktiver zu werden und deutlich flexibler in Kanäle oder in einzelne Printmedien auszuspielen. Wir hatten teilweise integrierte MAMs, die hier benutzt wurden. Es gab zum ersten Mal eigentlich zentralen Zugriff auf ausgewählte Produktdaten. Auch hier wurde ja durchaus sehr stark limitiert, weil man auch das PIM eigentlich nicht überlasten wollte, sondern nur mit den notwendigen Daten füttern. Und Fokus war automatisierte Printprozesse im Wesentlichen. Das funktionierte grundsätzlich auch sehr gut. Allerdings gab es hierbei doch deutliche Herausforderungen, weil es ist ein Teil einer komplexen Systemlandschaft gewesen. Also ich habe eben gesagt, es war relativ einfach zu implementieren. Das heißt aber trotzdem, dass der Aufwand, dieses zu implementieren, nicht zu vernachlässigen war. Wir hatten Integration zusätzlicher Tools für einen höheren Funktionsumfang, die einfach notwendig waren. Also das PIM selbst war funktional einfach noch gar nicht in der Situation, bestimmte Geschäftsprozesse, Workflows und Ähnliches abbilden zu können. Und wir haben hier Basisanforderungen, die dem Standard der Systeme einfach nicht gerecht wurden. Das heißt, irgendwann ist man mit 1.0-Systemen an eine Grenze gestoßen, wo man nicht mehr die Anforderungen erfüllen konnte. Der Fokus, der strategische Fokus von PIM-Systemen war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gegeben. Deswegen auch diese Implementierung in Fachbereichen sehr fokussiert, weil die IT das als strategische Komponente der Infrastruktur einfach noch gar nicht erkannt hat. Die Integration erfolgte auch da auf Basis isolierter Anforderungen. Also ein holistischer Angang der gesamten Projekte war zu der Zeit einfach gar nicht erforderlich notwendig, weil die Fachbereiche sehr fokussiert nur auf einzelne Anwendungen geschaut haben, um die Systeme dort zur Verfügung zu stellen. Die Einbettung der Systemlandschaft, wie eben schon gesagt, häufig unidirektional. Gucken wir uns mal an, wie sich das Ganze in PIM 2.0 verändert hat. PIM übernimmt teilweise Datenhoheit aus der Warenwirtschaft. Das ist schon mal sehr durchaus ein großer Paradigmenwechsel in den Projekten gewesen, weil man feststellt, dass bestimmte Attribute, die halt immer aus der ERP kamen, aus der Warenwirtschaft kamen, inzwischen
dann in PIM-Systemen landeten, dort erstmalig gepflegt wurden und erstaunlicherweise dann auch auf Basis bidirektionaler Schnittstellen in die ERPs zurückgespielt wurden. Das war in den PIM 1.0 Implementierungen immer eine Grenze, die man nur sehr, 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 sehr selten überschritten hat. Hier ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass dieser Datentransfer bidirektional zwischen dem PIM-System und UM-Systemen erfolgt. Der Fokus auf die Datenqualität und Bereitstellung in 1 bis N Kanäle, also wirklich die gesamte Bandbreite aller notwendigen Kanäle, ist hier klar in den Vordergrund gerückt. Und die Anforderungen, die an die PIM-Systeme hier ausgegeben wurden, sind deutlich höher gewesen als das, was man in den initialen Phasen gesehen hat. Die Erweiterung des Datenmodells hier wurde auch um, wir nennen das produktnahe Daten, gemacht, weil man einfach gesehen hat, dass bestimmte Informationen, wie zum Beispiel ein Lagerbestand, eigentlich nicht ursprüngliche PIM-Daten sind, aber durchaus für die Anwender relevante Informationen tragen, die einfach in den Prozessen auch genutzt werden können. Also Lagerbestand ist ein Bereich, der durchaus sehr relevant ist. Preise sind ein zweiter Fokus, der durchaus auch von den PIM-Anbietern sehr differenziert betrachtet wird. Einfach das Abbilden von kundenspezifischen Preisen in diesem Cluster hochgradig aufwendig ist. Und auch heute im PIM 3.0 in Systemen ist Abbildung von kundenspezifischen Preisen eine Grenze, die man nur sehr, sehr selten überschreitet, durchaus aber überschreiten muss, wenn man die Systeme sehr ausgiebig nutzt, um auch Kunden Datentransfer zu realisieren, also Datentransfer zum Kunden. Die Integration von bidirektionalen Schnittstellen, wie gesagt, schon eher der Standard als die Ausnahme in diesem Fall. Und man sah hier schon auch recht deutlich ein Fachbereichssystem mit einer hohen IT-Einbindung. Also durch die Anzahl der Schnittstellen und die Ausgabekanäle ist es einfach hier erforderlich, die IT, die Informationstechnologie mehr einzubinden in den Prozess. Auch in den Auswahlprozessen ist die Anzahl der Repräsentanten aus den tatsächlichen IT-Bereichen und Systemarchitektur sowie Datenmodellierung deutlich gewachsen, weil die Erkenntnis dort gegeben ist, dass das einen sehr hohen Einfluss hat. In dem Moment, wo auch Attribute aus PIM-Systemen zurück in die Warenwirtschaft gespielt werden und theoretisch kritische Faktoren sind für Betriebsabläufe, die nicht zwingend publikationsbezogen sind, ist es einfach ein ganz wichtiger Fokus. Wir sehen also komplexere Integration in die vorhandene Infrastruktur. Hier kann man das relativ gut sehen. Erstmals hier unten sehen Sie auch, dass der Stern zwar immer noch beim ERP ist, aber die Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen durchaus in zwei Richtungen wandern. Und erstmalig ist auch hier die Begrifflichkeit DQM für Daten- und Qualitätsmanagement zu finden, da die PIM-Systeme in diesem Segment deutlich mehr investieren, um auch hier Messbarkeit zu erzeugen. Hier geht es eben darüber hinaus, über reine Pflichtfelderkennung, sondern tatsächlich auch in die logische Prüfung von Informationen, Aufsetzen von Geschäftsregeln, die validieren, ob bestimmte Inhalte einfach auch logisch sind. Also Dinge, die man in den ersten Systemen auch aufgrund Performance und möglicher Funktionalitäten nicht realisieren konnte, sind hier in den DQM-Funktionalitäten grundsätzlich schon möglich. Bestimmte PIM-Anbieter haben hier auch eigene DQM-Modelle oder Module, die sie inzwischen anbieten, die nochmal in Norddeutschland eine Schippe drauflegen, einfach Funktionalitäten bereitstellen, die es mir ermöglichen, auch auf bestimmte Artikelgruppen, auf große Mengen von Artikeln Standardabweichungen festzustellen und dort gezielt auf mögliche Fehler hinzuweisen. PIM 2.0 zeigt also ganz klar, dass die Erweiterung der Eigenschaften hier gegeben ist. Das heißt, wir haben zentralen Zugriff auf alle Produktdaten. Also diese Differenzierung mit, was soll da rein, was soll da nicht rein, ist klar in Richtung PIM gewachsen. Man hat einfach festgestellt, dass mehr Daten in PIM diverse Prozesse unterstützen und es erlauben hier die
die Geschäftsprozesse in sich auch besser zu automatisieren, wenn nicht reine PIM-Daten nur im PIM zu finden sind. Wir sehen sehr häufig inzwischen integrierte MAM-Systeme, die zwar funktional nicht mit den großen Platzhirschen der reinen MAM-Systeme konkurrieren können, aber doch durchaus einen Funktionsbaustein liefern, der die wesentlichen relevanten Anwendungen abbilden kann. Was wir in PIM 2.0-Systemen auch sehen, ist eine stärkere Automatisierung der Geschäftsprozesse, also tatsächliche Workflow-Steuerung von Produktlebenszyklus, insbesondere im Handel, in Retail-Organisationen ist es so, dass die Steuerung von Artikel, Lebenszyklus und Abläufen sowie Content-Erstellung und Online-Stellung zunehmend in dem PIM tatsächlich auch durch eigene Workflows und Batch-Prozesse realisiert wird. Hier geht es also weg von der reinen Print-Automatisierung zu einer Automatisierung von wesentlichen Geschäftsprozessen und auch Ausleitungsprozessen weit über Print hinaus. Wir sehen eine deutliche Maximierung auch der Produktivität und Flexibilität der Systeme und auch der Anwendungen innerhalb der Systeme und erstmals, wie wir es jetzt sehen, die Integration von DQM-Tools und Dashboards, die es halt ermöglichen, überhaupt diese Transparenz zu Daten zu erzeugen. In PIM entsteht hier PIM 3.0 und jetzt springen wir direkt in die aktuelle Situation, respektive die nähere Zukunft. In PIM 3.0 entsteht das Produkt sehr häufig bereits im PIM-System. Das heißt, hier ist ein sehr deutlicher Wechsel auch in der Logik zu erkennen. Gerade in Handelsorganisationen, aber auch bei Herstellern ist es so, dass man die Flexibilität und die Funktionalität von PIM-Systemen immer häufiger nutzt, um das Produkt selbst im PIM entstehen zu lassen. Die Datenhoheit verändert sich dadurch natürlich im hohen Umfang. Gerade weil ich natürlich bestimmte Informationen, die früher ERP-Hoheit waren, jetzt im PIM-System abbilden muss, um ein Produkt initial anlegen zu können. Und diese Konsequenz sehen wir nachher nochmal auch beim Supplier Onboarding sehr, sehr deutlich. Ist es so, dass ich im PIM tatsächlich diverse zusätzliche Attribute hinzufüge, die einfach vorher niemand darüber nachgedacht hat, die überhaupt ins PIM einzusetzen. Die Warenwirtschaft wird somit eher zum Datenempfänger aus Sicht des PIM-Systems. Der Lebenszyklus des Produktes wird hier großenteils in PIM abgebildet. Wir sprechen hier häufig von Konzeptartikeln, die ganz früh im Lebenszyklus eines Produktes durch einen Entwickler angelegt werden können, die über die Entstehung des Produktes angereichert werden und ab einem bestimmten Status dann in die Publikation direkt übergehen können. Das ist ein wirklich sehr interessantes Modell, auch für die Industrie, weil man feststellt, dass hier die Produktinformationen, die sonst mühsam wieder aus verschiedensten Systemen zusammengesucht werden müssen, aus Excel-Dateien, aus PowerPoints und sonstigen, zentral bereits in PIM entstehen und dadurch natürlich aber auch die Relevanz des PIM-Systems erheblich höher wird. Wir sprechen hier sehr häufig von Multi-Domain-Management, also diese Differenzierung MDM kann ja mal als Mobile Device Management deklariert werden oder Master Data Management, das ist eher die klassische Betrachtung. Hier sprechen wir von Multi-Domain-Management, wo wir halt verschiedene Entitäten innerhalb des PIM-Systems managen müssen. Und das Produkt ist halt die erste Entität. Wir sprechen dann aber auch von Kunde und Lieferant, die wir in den Fokus nehmen müssen, insbesondere in Implementierungen, wo wir über Lieferantenportale sprechen. Wir haben einen sehr hohen Grad Integration bidirektionaler Schnittstellen und, das sehen wir auch immer häufiger, Enterprise Service Bus Technologien, die darauf ausgelegt sind, halt gesamte Unternehmensinfrastrukturen zentral mit Daten zu versorgen und die Anzahl der tatsächlichen Schnittstellen im Unternehmen erheblich zu reduzieren. Das ist ein Trend, den auch einige PIM-Anbieter inzwischen erkannt haben und eigene Arten von Bussystemen mitentwickeln, die das PIM als zentrale Infrastruktur auch in Unternehmen verankern können. Wie wir hier sehen, in Wirklichkeit wirklich ein IT-System mit hoher Einbindung in die Fachbereiche. Also hier ist der Switch zurück in die IT, wo ursprünglich ja mal Systeme federführend entwickelt und implementiert wurden, ist hier deutlich wieder zu erkennen. Die Fachbereiche sind zwar grundsätzlich wichtige Anforderungsgeber,
Die Steuerung solcher Projekte landet derzeit aber wieder häufiger in der IT. Wir sehen also hier eine sehr komplexe Integration in die Infrastruktur. Immer ein kleineres Schaubild, wo wir sehen, wir haben auf der linken Seite ERP und Vendor-Portale, also Lieferantenportale. Es gibt durchaus auch Anwendungsfälle, wo CRM-Systeme die PIM-Systeme noch mit Daten bestücken. Wir haben DQM als Komponente, wir haben das Translation Memory System, wir haben Content-Management-Systeme auf der Ausgabeseite, wir haben Digital Signage als Komponente für die Publikation von Inhalten am Point of Sale. Wir haben die klassischen Kanäle wie Print, Marktplätze und Webshops, die halt dann zentral aus dem PIM bestückt werden. Und wir sehen hier der aufmerksame Beobachter sieht den Stern, der inzwischen in Richtung PIM gewandert ist. Hier ist es so, dass tatsächlich PIM sehr häufig der erste Punkt ist, wo ein Produkt in der Unternehmensinfrastruktur wirklich entsteht. Wenn wir uns die Eigenschaften anschauen von links nach rechts, wir sehen Integrationen von DQM wieder. Wir haben sehr hohe Produktivität und Flexibilität, die diese Systeme ermöglichen, Automatisierung von Geschäftsprozessen, hier zum Teil auch über die PIM-Grenzen hinaus. Das ist durchaus ein Status, den wir haben, dass das Triggern von Workflows aus dem PIM heraus bis ins SAP gemacht wird, um einfach dort Abläufe zu steuern. Wir haben integriertes MAM, wir haben Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Das ist ein wesentlicher Schritt, der schon in PIM 2.0 begonnen hat, wo wir weggegangen sind oder die PIM-Hersteller weggegangen sind von großen, hässlichen FAT-Clients, die auf Rechnern installiert werden mussten, große Java-Clients, die immer wieder Probleme mit sich gebracht haben, zu leichten und schnellen Web-Interfaces, die den Anwendern tatsächlich ermöglichen, nur die Applikationen in einem gefühlt bekannten Umfeld zu bearbeiten, die auch wirklich für sie relevant sind. Wir haben den Cluster Supplier Onboarding, hier tatsächlich Lieferantenportale, die nicht von einer großen Anzahl von PIM-Anbietern bisher angeboten werden, aber durchaus in steigendem Maß relevant werden, weil das ein großer Hebel ist, gerade im Handel, um Produktdaten in die Systeme zu transferieren. Wir sehen häufig inzwischen Social-Media-Integrationen, die zwar bereitgestellt werden, offen gesprochen ist es so, dass wir bisher bei keinem Kunden eine wirkliche Live-Anwendung gesehen haben, die Facebook- oder Twitter-Feeds direkt oder Instagram-Feeds wieder direkt in die PIM-Systeme zurückführt. Auch die User-Generated-Content-Informationen, die aus diesen Plattformen kommen, werden häufig noch manuell zurückgespielt in die PIM-Systeme. Dort ist also die Integration grundsätzlich vorgesehen, aber noch nicht so weit. Wir haben den Bereich KI-Integration für künstliche Intelligenz oder auch Machine Learning. Das sehen wir in letzter Zeit ab und an bei PIM-Systemen. Ein Beispiel, das wir gesehen haben von einem schwedischen Hersteller, ist eine Integration von Watson AI, die Texte analysieren können, um herauszufinden, welche Stimmungslage der Text darstellt. Also ist der Text für das schöne Abendkleid jetzt wirklich stimmungsvoll und abendlich oder ist es eher ein sommerlicher Text oder ist der Text fröhlich, traurig oder neutral? Das sind Dinge, die solche KI-Integrationen hier bereits leisten können, aber auch in der freien Wildbahn derzeit noch nicht wirklich im Einsatz. Das sind Konzepte, die wir gesehen haben. Kein Kunde, den wir kennen, hat das bisher tatsächlich realisiert. Aber dass das ein relevantes Thema ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Wir haben grundsätzlich einen zentralen Zugriff auf alle Produktdaten und weitere Entitäten. Das ist ein ganz wesentlicher Fokus und ein Merkmal der PIM 3.0-Systeme. Wir sehen auch häufig Integrationen von Graph-Datenbanken. Also der Trend hier geht weg von den klassischen relationellen Datenbanken zu Graph-Datenbanken, die einfach die Vernetzung dieser Vielzahl von Informationen und Entitäten deutlich anders und performanter abbilden können, als das klassische Datenbanksysteme können. Und der mögliche Trend, den wir auch sehen in den nächsten 1 bis 3 Jahren, vielleicht 2 bis 5 Jahren, ist der Umbau von PIM-Systemen in sogenannte Distributed Applications, die tatsächlich nicht mehr auf zentralen Servern laufen, sondern die in dezentralen Netzwerken gesteuert werden.
Das ist so eine grundsätzliche Vision. Man sieht also hier, PIM und MAM sind ein Teil des großen Datenwürfels und sind vernetzt mit allen anderen Informationen. Dieser Status ist schon erreicht in dem Moment, wo auch Enterprise Service Bus Implementierungen passieren, weil dort einfach dann diese Schnittstellentechnologie so mächtig wird, dass sie alles im Unternehmen auch anzapfen kann, was notwendig ist. Wir sehen hier am linken Rand sehen wir PLM für Product Lifecycle Management oder auch CRD-Systeme, wo Daten grundsätzlich entstehen. Auch das konnte man in PIM 2.0 schon grundsätzlich regeln. Das ist aber hier mit den PIM 3.0-Funktionalitäten grundsätzlich deutlich effizienter auch zu realisieren. Was heißt das jetzt hier? Wir sehen es nochmal im Überblick. PIM 1.0, die eher unidirektionale Route für Produktdaten in ein bis zwei Zielkanäle. In PIM 2.0 sehen wir schon ein etwas komplexeres Bild hier mit bidirektionaler Architektur. Und da sehen wir, dass das PIM 3.0 das wirklich ins Herz des Unternehmens rückt. Also, wenn man jetzt hier in PIM oder in den ersten PIM 1.0 und 2.0 sich das anschaut, ist es so, dass das PIM relativ weit weg vom ERP war und nicht so zentral die Relevanz für die Unternehmen hatte. Inzwischen ist es so, dass es eigentlich direkt neben das ERP rückt, als wesentliche steuernde Merkmale für die Unternehmens- oder die Produktdateninfrastruktur im Unternehmen. Bisher war es so, dass die Aufgabenverlagerung durch das PIM einfach sehr relevant war. Also wir haben hier der bisherige Status ist, wir haben Anreicherung von Produktinformationen, wir haben grundsätzlich das Kanalmanagement, wir haben eine grundlegende Workflow-Steuerung, wir haben Quality Gates, die sicherstellen, dass bestimmte Informationen erst in Ausgabekanäle übergeben werden, wenn bestimmte Rahmenparameter erfüllt sind. Und wir haben unidirektionale und zum Teil bidirektionale Schnittstellen gesehen. Heute ist es so, dass die Entstehung eines Artikels häufig im in PIM-System erfolgt. Wir haben die Beschaffung von Produktinformationen, also das Supplier-Onboarding, was in hohem Maße dann über PIM-Systeme realisiert werden kann. Wir haben das PIM als Gatekeeper für Produktdaten, also wirklich als die Instanz, die auch sicherstellt, dass relevante Informationen zur Verfügung stehen und transferiert werden. PIM ist dann die zentrale Drehscheibe, Datendrehscheibe fürs Unternehmen. Wir haben auch hier eine Kategorisierung und Verordnung von Informationen unterschiedlicher Systeme. Also das PIM wird bisweilen auch missbraucht, um bestimmte Dinge zu tun, die es einfach besser kann als andere Systeme. Klassifikationssysteme und Klassifikationsstandards sind hier ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil PIM-Systeme durch die Flexibilität der Datenmodelle und die Möglichkeit, in relativ kurzen Zeitraum zusätzliche Attribute hinzuzufügen, einfach da prädestiniert ist, um solche Infrastruktur abzubilden. Nehmen wir mal ein Beispiel, das üblicherweise dauert es in SAP ungefähr 3 Tage bis 2 Wochen, bis ein zusätzliches Z-Feld erzeugt werden kann, bis es in den relevanten User-Interfaces verdrahtet ist, bis es in Reports auftaucht, bis es tatsächlich genutzt werden kann. Bei eigenen Entwicklern im Unternehmen kann das auch mal schneller gehen, aber das ist so der übliche Status, den wir hier hören. In PIM-Systemen ist dieser Prozess erheblich schneller. Also wir schaffen es ja im PIM, ein Attribut grundsätzlich innerhalb von wenigen Minuten auszuprägen. Und gerade in dynamischen Infrastrukturen, wo die Attributsteuerung nicht auf Einzelattribut, sondern auf Gruppierung von Attributen erfolgt, brauche ich häufig nicht mal mehr Listenansichten oder Ausgabekanäle zu modifizieren, weil die Attribute selbst über Meta-Attribute und Meta-Steuerungsdaten das schaffen, die Kanäle selbstständig anzusteuern in dem Moment, wo sie im System angelegt wird. Also eine erhebliche Kosteneinsparung und Flexibilität, die wir in den PIM-Systemen einfach gegenüber anderen Systemen haben. Und PIM bietet halt die Möglichkeit für weitreichende Klassifizierung, für interne Klassifizierung und für 1 bis N externe Klassifizierungsstrukturen. Auch das, wenn man das vergleicht mit SAP, wo man sehr limitiert ist in den aktuellen Releases, Mehrfachklassifikationen angeht, ist das eine deutliche Priorisierung, die wir hier Richtung PIM sehen können.
Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Supplier Onboarding. Ich habe jetzt mal eine Folie genommen, die eher aus dem Recruiting kommt, wo es also darum geht, Mitarbeiter ins Unternehmen einzubinden. Wir sehen aber schon, dass hier sehr viel Punkte dabei sind, die auch für das Onboarden von Produktdaten relevant sind. Also wir haben hier insgesamt die Socializing-Faktor, wenn wir mal nach ganz rechts schauen. Also das Austauschen von Nettigkeiten, aber auch miteinander zu kommunizieren. Das muss ich auch weiterhin tun. Ich habe einen Haufen Arbeit, der erledigt werden muss. Und ich brauche Ressourcen, die das Ganze realisieren können. Denn wir wissen alle, dass der Datenstandard, den mein Lieferant hat, den er mir übergeben will, im Regelfall deutlich anders ist als der, den ich erreichen möchte. Und ich brauche häufig mehr Informationen als die mir der Hersteller selbst bereitstellen mag oder auch selber bereitstellen kann. Und hier ist einfach ein sehr intensiver Austausch erforderlich. Für uns heißt es aber in dem Supplier Onboarding, was das Datenmodell angeht im Kontext PIM, dass wir hier nicht mehr über reine Produktdaten sprechen, also das, was klassischerweise auf der Katalogseite oder im Internet zu sehen war, sondern wir sprechen über eine Integration von dem gesamten Stammdatensatz. Denn wenn ich hier eine Vereinfachung der Prozesse erzielen will, muss ich auch einen Großteil der Stammdaten im Onboarding-Prozess bereits im PIM bereitstellen oder durch das PIM an ERP weiterleiten können. Das ist eine ganz klare Anforderung, die man hier sieht. Häufig wird noch differenziert, was Order-Daten angeht, also was tatsächlich die Erstbestellungen und Auftragsbestätigungen angeht. Die werden über klassische ERP-Prozesse gemacht, aber hier muss eine Verdrahtung erfolgen, damit grundsätzlich die Synchronität der Daten sichergestellt ist. Wir müssen hier in dem Konstrukt den Lieferanten auch mit abbilden können in dem PIM-Infrastruktur. Wir müssen wissen, wer wann welche Daten eigentlich anliefern darf. In bestimmten Implementierungen ist es auch so, dass selbst der Ansprechpartner als eigenes Objekt in den PIM-Systemen zur Verfügung steht, weil er mit bestimmten Benutzerrechten versehen werden muss. Das ist insbesondere so, wenn wir über Onboarding-Portale sprechen, wo eine Benutzeroberfläche dem Lieferanten zur Verfügung gestellt wird, in die er selbst Daten einpflegen soll. Was wir auch sehen, ist der Lieferantenkatalog oder eine Mehrfachklassifikation von Artikeln. Also der Trend geht weg von ich liefere dir nur Daten für das, was du wirklich bestellt hast, zu ich liefere dir mein ganzes Sortiment und du kannst selbst auswählen, was du gerne aus dem Sortiment in dein Sortiment übernehmen möchtest. Das heißt, es gibt eine Art von Schattenkatalog, der implementiert wird, um einfach das Gesamtsortiment eines Lieferanten in meinem eigenen PIM oder in einer Staging Area, in einem Vorbereich meines PIM-Systems zu erfassen, damit ich diese Daten schnell übernehmen kann, wenn ich sie für bestimmte Aktionen oder Neuproduktlistungen übernehmen möchte. Und ich habe hier Onboarding- und Kontrollworkflows. Kontrollworkflows sind hier insbesondere wichtig, um das Änderungsmanagement zu realisieren. Weil ich möchte natürlich nicht, dass die Daten, die mir ein Lieferant schickt, unbesehen in mein System übergehen. Und ich möchte hier gewisse Kontrollmechanismen haben, die auch sicherstellen, dass Änderungen und Korrekturen, die ich ausführe, nicht durch die des Lieferanten wieder überschrieben werden. Hier ist natürlich so, dass grundsätzlich eigentlich die Haftung für die Produktdaten beim Lieferanten liegt. Es ist immer wieder eine Diskussion, ob ich denn eigentlich die Daten meines Lieferanten in meinem PIM-System ändern möchte oder ob ich jegliche Änderungsanforderungen an meinen Lieferanten übergebe, damit der mir einen neuen Datensatz schickt. Hier haben wir stetige Diskussionen, weil auch natürlich die Haftungsfrage relevant ist. Wir sehen durchaus aber, dass viele Lieferanten einfach nicht in der Lage sind, die Anforderungen des Handels so weit und so schnell zu bedienen, dass manuelle Korrekturen durch den Händler selbst eher zur Regel gehören als zur Ausnahme. Die Einbindung von Lieferanten erfordert hier Zeit und Geduld. Also das muss man ganz klar sagen. Das heißt, der reine PIM-Prozess, den ich aus den vorherigen Systemklassen kenne, in der ich selber in die größte Kontrolle über meine eigenen Daten habe, der verändert sich auch hier, weil ich in hohem Maße darauf setze, dass der Lieferant selbst mir die Daten zur erforderlichen Zeit und zum richtigen Zeitpunkt liefert. Und da dauert es bisweilen etwas, meine Lieferanten dazu zu bringen, auch den Anforderungen dort gerecht zu werden, die Daten einzuliefern.
Hat sich das verändert zur vorherigen Vorgehensweise? Eigentlich nicht. Auch vorher war es so, dass der Lieferant oftmals nicht in der Situation war, mir oder in der Lage war, mir die Daten überhaupt zu liefern. Hier ist es so, dass er sich auch noch meinen Standards anpassen muss. Deshalb brauche ich dafür grundsätzlich viel Geduld und muss auch durchaus mal sicherstellen, dass der Druck hoch genug ist, damit er die Portale auch wirklich benutzt. Datenqualität und Quality Gates sind hier unumgänglich. Wenn ich früher Daten einfach unbesehen aus Systemen übernommen habe, muss ich hier sicherstellen, dass ich wirklich alles das, was in meine Systeme kommt, auch so weit sichere, dass das meinem eigenen Standard entspricht. Wichtig dabei ist, dass die Logiken, die ich hier zur Verfügung habe, die Geschäftsregeln hochgradig automatisiert sind. Gerade große Retailer, die Sortimente haben von 500.000 bis 1 Million Artikel, gar nicht in der Situation sind, jeden einzelnen Artikel manuell prüfen zu können. Hier ist ein ho wird ho hoher Wert gelegt auf Geschäftsregeln, die das weitestgehend automatisiert realisieren können. Änderungsworkflows, hatte ich bereits vorher erwähnt, sind hier geschäftskritisch, denn wenn ich Fehler selbst korrigiere und sie direkt durch den Lieferanten wieder neu angespielt werden, ist das grundsätzlich ein Problem. Das gilt im Übrigen auch für Datenpools. Wenn ich hier Daten übernehme von GS1 oder von CNET oder anderen Datendienstleistern, die bisweilen eine nicht zu 100% gesicherte Qualität haben, komme ich unweigerlich in die Situation, dass ich meine Daten manuell anpassen muss, weil ich es einfach besser weiß. Hier also ganz klar die Anforderungen. Sie sehen also, die Implementierung eines Lieferantenportals hat einen viel, viel höheren Anspruch an die PIM-Systeme, die dort diese Portale bereitstellen, als man das grundsätzlich erwarten würde. Deswegen gibt es auch noch nicht so viele PIM-Systeme, die wirklich ausreichend funktionale Lieferantenportale zur Verfügung stellen. Was heißt jetzt diese Entwicklung aber für uns? Wenn wir betrachten, dass grundsätzlich die PIM-Systeme sich immer mehr in den Vordergrund der Systemlandschaften drängen, gesamtheitliche Betrachtung und Integration erzeugt hier eine maximale Transparenz und weitere Effizienzpotenziale, mit denen man in den Einser- oder Zweier-PIM-Systemen überhaupt nicht gerechnet hat, die man nicht absehen konnte. Die Integration erfolgt in der Regel in diversen Unternehmensbereichen. Also der Einfluss einer PIM-Implementierung ist weitaus größer, als er vorher war. Früher waren es Produktmanager, Category Manager und Marketing. Nun sind es diverse Fachbereiche wie Produktentwicklung, Einkauf oder auch Direkt-Content-Ersteller, die hier in meinen Systemen direkt arbeiten. Ich habe übergreifende und umfassende Steuerung von Workflows und Prozessen, die hier ermöglicht wird. Das ist ein großer Vorteil, erhöht natürlich aber auch im Umkehrschluss die Komplexität meiner Systeme. Ich kann aber sehr viele Prozesse hier deutlich besser kontrollieren und validieren, als ich das in anderen Umfeldern kann. Und PIM ist in dieser Ausrichtung ein wesentlicher Baustein der digitalen Transformation. Es ermöglicht mir einfach, Geschäftsprozesse komplett zu digitalisieren und in Systemen abzubilden. Und das ist einfach ein ganz, ganz deutlicher Vorteil. Der Nachteil sicherlich, es hat eine deutlich höhere Komplexität. Es überfordert Organisationen häufig, weil das Management dieser Systeme sehr eng durch die IT begleitet werden muss und auch die Anforderungen an die Kollegen, die hier diese Systeme administrieren und konzeptionieren, ist deutlich höher, als man das in der Vergangenheit hat. Früher konnte ich sage es mal, ein einfacher Marketeer, ein Katalogmanager, konnte solche Systeme relativ gut managen. Die Komplexität heute und der Einfluss einer Attributänderung ist deutlich komplexer, als man das in der Vergangenheit hatte. Das Datenmodell und die Schnittstellen werden hier zum kritischen Erfolgsfaktor. Datenmodell ganz klar, das Beispiel, ich ändere ein Attribut, kann eine viel höhere Konsequenz haben, als es früher der Fall war, wo dieses eine Attribut nur auf einer Katalogseite verwendet wurde. Heute kann es bis in die Datenkette zu meinem Händler oder zum Endkunden zu Problemen führen. Die PIM-Prozess-Landkarte wird hier erheblich komplexer. Ich muss also auch Systemarchitekten grundsätzlich mit ins Boot nehmen, um sicherzustellen, dass diese Infrastruktur sauber eingebettet ist. Und natürlich, Umkehrschluss auch, die Kosten der Implementierung sind mit der Einführung von ERP-Systemen auch schon vergleichbar.
Also wir kommen hier sehr, sehr schnell in sehr hohe sechsstellige bis siebenstellige Beträge, was eine maximale Ausprägung von solchen Systemen angeht. Und hier muss man natürlich auch ganz klar die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit für Unternehmen validieren, weil das natürlich große Investitionen sind, die auch mit entsprechendem Nutzen begleitet sein müssen. So, an dieser Stelle bin ich einmal soweit am Ende. Gut, wo ich jetzt sehe, gibt es keine Fragen aus dem Publikum. Wenn Sie weitere Informationen gerne wünschen, finden Sie hier einmal meine Kontaktdaten. Wir sind auch Aussteller auf der K5, die ja am 3. und 4. Juli in Berlin stattfindet. Wenn Sie dort vor Ort sein sollten, schauen Sie gerne einmal bei uns auf dem Stand vorbei. Besuchen Sie uns gerne. Wir tauschen uns sehr gerne mit Ihnen aus. An dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen schönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns vielleicht auch mal persönlich treffen. Oh, jetzt sehe ich gerade, es ist doch noch eine Frage reingekommen für die Kollegen, die noch tatsächlich on board sein sollten. Die Frage ist, ich hätte die Frage, wie es mit der Kaufen- oder Entwickeln-Frage aussieht. Ich vermute, dass Sie hier meinen, ob Make or Buy von PIM-Systemen. Die Frage geht noch weiter. Die PIM-Funktionalitäten sind teilweise in unterschiedlichsten Systemen beheimatet. Welche ist die richtige? Ha, das ist eine interessante Frage, die nicht ganz so banal und einfach zu beantworten ist, wie Sie sicherlich auch selbst wissen. Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, nach Best of Breed zu arbeiten. Also wenn ich ein Beispiel nehmen darf für die Artikelanlageprozesse, die durch PIM-Systeme unterstützt werden, ist es so, dass häufig ja wir eine Mischform vorfinden werden. Also es gibt keine reine Anfrage, die nur in PIM dann im Anlageprozess für ein Herstellungsunternehmen erfolgt, sondern da ist es so, dass es eine Mischform gibt. Also die Daten, die grundsätzlich relevant sind für Erstanlage in SAP und für die Erzeugung eines Materialstamms, werden in PIM erfasst. Die Folgeinformationen werden dann allerdings später in SAP, in den SAP-eigenen Workflows erfasst. Also tatsächlich ist es so, dass man da eine Zweiteilung hat der Funktionalitäten. Das ist ein recht komplexes Konstrukt, was hier man in diesen Implementierungen berücksichtigen muss, weil natürlich man nicht will, dass bestimmte Anwender nur für ein, zwei, drei Felder System wechseln müssen und diese dann in PIM erfassen, sondern da geht es tatsächlich darum, auch die Logik mitzubewerten, ob das überhaupt Sinn macht, bestimmte Dinge zu tun. Ich hoffe, ich habe die Frage da einigermaßen beantwortet. Gut, dann, falls keine weiteren Fragen mehr sind. Datenlandschaften werden immer unübersichtlicher, will man tatsächlich mehrere Bausteine integrieren. Das PIM bietet ja hier die Möglichkeit, tatsächlich die Bausteine zu bereinigen. Ich glaube, das ist hier ein durchaus interessanter Faktor, weil man durch die Flexibilität des PIMs einfach ermöglicht, eine Zentralisierung da auch zu ermöglichen. Aber es ist halt, man muss das durchaus gesamtheitlich betrachten. Sie schreiben das richtig, die Systemlandschaft wird immer unübersichtlicher. Es gibt bestimmte Systeme und Datensilos, die ich durch intelligente PIM-Systeme ablösen oder eliminieren kann und dann auch die Datenerfassung ins PIM verlagere. Und bei anderen Systemen macht das halt keinen Sinn. Also PIM bietet aber durchaus die Option, hier diese Bereinigung auch zu ermöglichen. Ich lese es einmal gerne vor. Oder will man nicht viel mehr zurück zu den alten Host-Denken und sehr spezialisierte Lösungen selbst entwickeln? Ich glaube, dass das durchaus große Unternehmen sich leisten können. Also wenn man jetzt mal das Beispiel Otto nimmt, den Otto-Versand,
die Standard-PIM-Systeme im Einsatz hatten und sich dann dazu entschieden haben, ein eigenes PIM zu entwickeln. Da ist es wirklich so, dass die Erkenntnis war, dass die vorhandenen Standardsysteme den Anforderungen nicht dauerhaft standhalten können und auch die durchaus komplexen Prozesse nicht abbilden können. Von daher ist es so, dass dort ein eigenes PIM-System entwickelt wird. Aber die Differenzierung zwischen dem ursprünglichen Host zu einem PIM-System ist durchaus weiterhin gegeben. Also man ist nicht dazu übergegangen, eine Warenwirtschaft zu entwickeln und darin das PIM aufgehen zu lassen, sondern man hat da ganz klar den Fokus auch auf die Expertensysteme weiterhin gelegt. Noch eine letzte Frage jetzt hier. Das PIM-Problem ist ja, dass alle die Daten wollen, aber keiner die Daten liefern will. Das ist durchaus richtig. Organisationen wehren sich oft, wie funktioniert die Psychologie im Unternehmen, dass man so ein übergreifendes Projekt durch die Organisationsobjekte bekommt. Das ist, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was auch Teil unserer Philosophie ist. PIM ist eben nicht nur ein System, sondern PIM ist eine Philosophiefrage und es ist ein ganz klares Change-Projekt und man braucht einfach auch den Fokus auf Prozesse. Also da reicht es nicht nur, die Box hinzustellen und zu sagen, hier hast du jetzt dein PIM, mach mal, sondern man muss ganz klar die Prozesse des Unternehmens unter die Lupe nehmen und die Fachbereiche und Abteilungen hier mit ins Boot holen im Rahmen dieser Implementierung. Und ja, es ist so, dass heute Daten immer ein ungeliebtes Thema sind. Das war schon immer mit Stammdaten so, bei Produktdaten ist es eben so. Nur, dass jeder meint, er könne bei Produktdaten mitreden, weil bewerten, ob ein Text schön ist oder nicht schön ist, meint jeder von sich zu können. Hier ist es so, dass ganz wichtig ist die organisatorische Einbindung des Projektes. Also wirklich sicherzustellen, dass alle Fachbereiche, die hier relevant sind, zu jedem Zeitpunkt mit im Boot sind und wissen, was da passiert und welchen Einfluss das auf die eigene Arbeit hat. Und da gibt es wirklich Gewinner und Verlierer. Es gibt Bereiche, die wie E-Commerce zum Beispiel, die häufig ihre eigenen Daten erstellen, die kämpfen darum, Produktdaten aus den einzelnen Fachbereichen zu bekommen. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht eher mehr zu tun haben werden. Das sind Category Manager, Einkäufer, Produktmanager, die diese Daten halt bereitstellen müssen. Und das ist einfach ein Prozess, den man ganz frühzeitig mit dem Unternehmen gemeinsam starten muss, mit den Fachbereichen diskutieren und einfach den Sinn und die Benefits ganz klar hervorzuheben. Also was ist der Vorteil, wenn wir bestimmte Dinge tun? Also das Einführen eines Systems ohne solch ein Konzept und die Veränderung von Unternehmensstrukturen ist da sehr häufig zum Scheitern verurteilt. Gut, dann würde ich an dieser Stelle jetzt, ich kriege ein Danke, sehr gut, dann habe ich die Frage beantwortet und würde dann tatsächlich auch endgültig jetzt abschließen. Danke mich sehr für die Teilnahme hier und hoffe, dass wir uns im Rahmen der K5 oder irgendwo später einmal auch persönlich kennenlernen.